So. Aber hier sind wir noch nicht geschwommen. Also wir sind noch nie so weit geschwommen einfach. Echt nicht? Nee. Ganz sicher? Können wir mal gucken, Ja. ob wir schon mal an der Dose waren hier. Hast du entdeckt? Labisee-Dose. Siehst Ja, du? sag Waren ich wir noch doch. nicht. Also, hier diese Stelle, ne? Ja, das ist so eine Schaufel. Ja, genau. Also hier muss man natürlich aufpassen, weil, ne? Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir uns hier so ein kleines Häuschen hinbauen, was kleines, ne? So Grundfläche 4x4 oder so. Also wirklich klein. Ja. Denn, ich gebe dir jetzt einfach mal ein bisschen Orientierung, ne? Ich versuche das zu sehen, was hier rumläuft. Ah, hier, der Rüsselkäfer. Hier, in diese Richtung. Ja. Bombardierkäfer, Samtmilben. In diese Richtung. Ja. Larven. Hier sind überall Mücken, Leuchtwürmer, der dicke Rabe. Für den brauchen wir um jeden Preis die Level 2 Axt. Nicht für den Den Raben kann man selber, sondern. töten. Nein, nicht für den Raben selber, sondern für seine Hinterlassenschaften in Form von Federn, die wir brauchen, um die Armbrust zu machen. Die will ich nämlich auch unbedingt haben. Ja. Und in dieser Hecke hier, ne? Dass ich Bären. Richtig, die Beeren, aus denen machen wir Leder. Die sind nicht zum Essen, die sind giftig, aber daraus können wir Leder machen. Und hier drin sind ganz viele Spinnen und Roboter und Spinnen. Roboter schon wieder. Ja. Wo sind wir denn? So, ist super hier. Aber wir laufen auch schon rein. Oha, ist die riesig. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ja, die Hecke. Ja. Alter, die ist sowas von gigantisch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So. Ich hole mal hier direkt schon die erste Beere, die relativ nah am Boden zu sein scheint. Wie komme ich denn da dran? Muss ich runterschießen? Also, du kannst mit Steinen werfen, du kannst aber auch einen Bogen nehmen. Nur der Ja, Bogen hat okay. halt den Nachteil, dass die Pfeile weggehen. Das ist übrigens ein Marienkäfer. So, eine habe ich schon mal und jetzt muss ich die zerkloppen, oder Mit was? der Axt, genau. Mach entspannt. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier plötzlich irgendwas Riesiges ist. Also ich bin gerade Ist schon. es. Hier ist der Marienkäfer. Klatsch mal dem ein, wegen der Rüstung. Ja, okay. Du bist bereit? Ich hau schon. Ich sammle. Alles klar, dann haben wir ihn. Ui. Der soll stark Mutation gewesen entdeckt. sein. Baba. Ich hasse dich, wirklich. Du gehst mir so auf die Nüsse mit deinen Mutationen. Hör mal, was machst du? Gibst du da irgendwelche Sheets ein? Nee, Du du hast musst. hier Mutia. Ja, du hast Mutationen, die habe ich noch nie gehört. Also, Barbar kriegst du, wenn du mit einer Keule arbeitest. Und die Mutation Barbar 1 bekommst du, wenn du 50 Tiere getötet hast. Kriegst gleich noch eine Mutation, wenn du den Gorilla ärgerst. Da muss der Gorilla mal nicht nur blöd rumstehen, sondern die Tiere auch mal töten, weißt du? Du kriegst keine von meinen Bärenbrocken ab. Das sind alles meine. Kann man damit denn was Gutes machen? Nicht, dass ich das jetzt sage. Und die sind total nutzlos. Ja, die brauchen wir zum Beispiel für die Mandarinenrüstung. Nee, wie heißt die Maikäferrüstung? Marienkäferrüstung. So. Mandarinenrüstung. Unglaublich, oder? Mandarinen-Maikäferrüstung. Ja, der Fussel ist manchmal ein bisschen, aber nur ein bisschen. Hast du Wortfindungsschwierigkeiten? Oh ja, weil ich nicht genug gesoffen habe, weißt du, das ist das Problem. Ah. So. Weil ich ja nüchtern in die Aufnahme gehe, weißt du, im Gegensatz zu dir. Das meine ich. Den Fehler habe ich jetzt einmal mit dir gemacht und dann, ne. So, Vorsicht Bin ich nur nicht zu raus. weit rüber, weil da sind wie gesagt Spinnen, ne? Hier oben ist so ein Burble-Bubble, weißt du? So bubbelt und sieht Kommst du aus, da ich habe so dran diese oder nicht? Erfahrungspunkte. Da muss ich schon hochklettern, habe ich das Gefühl. Alles klar. Soll ich dir mal was sagen? Wir klettern jetzt auch mal hoch, weil da oben gibt es noch ein paar Bären. Wie kann ich hochlaufen? Soll ich? Ja, das ist genau der richtige Weg. Und jetzt entdeckst du da oben bestimmt. Spinnen? Nee, erstmal nicht. Was ist denn, wenn ich hier runterfalle? Dann hast du ein Problem. Hier ist auch wieder ein neues Genau. Forsch und eine neue Forschungsstation. Richtig. So, in dem Super. Forschungslabor gibt es was zu essen und eine Burgle-Geschichte. Die lesen wir mal später alle zusammen. Ne? Da machen wir mal schöne Geschichte Kann raus. den Bubble doch jetzt 100 pure Wissenschaft aufgesammelt. Ja, Perfekt. super.
Hast du irgendwas zu analysieren? Also ich mache gerade die Beeren. Das glaube ich nicht. Oh, da gibt's einen Smoothie, alles klar. Oh, Naturkunde 2. Weil genug Orte entdeckt. Also du siehst, ich muss da nichts für machen, ne? Ja, deswegen habe ich Naturkunde auch nicht erlebt, ne? Mhm. Ja, du musst halt die richtigen Cheat-Kommandos eingeben, weißt du? Mann, was habe ich denn jetzt hier? Nee, ich habe... Doch, ich habe auch Naturkunde. Muss ich leider doch sagen, habe ich doch. Aber Naturkunde, du hast Naturkunde 2 wahrscheinlich. Ja, weil ich schon eine Sache entdeckt habe. Du hörst ja auch nie zu, wenn ich sage, ich habe was entdeckt. Das ist dein Problem. Du hörst nie zu. Am Eisen. Haucherlunge. Atem holen. Komm ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Bin zu fit. Ja, muss aufpassen. Schieße ich jetzt runter nur, ne? Wenn ich Ja, sehe. Ich komme ja sonst nicht dran. Weil wir sind gleich wieder unten. Wir wollen nicht zu weit vordringen im Heckenlabyrinth. Und dann können wir die alle aussammeln. Das ist nicht so schlimm. Dann kriegst du auch deine Pfeile wieder. Ja? Ja, okay. So, also, du musst dir eigentlich nur merken, hier am Heckenlabyrinth, ne? Mhm. Gehen wir hier immer hier hoch. Egal, was wir tun. Eigentlich gehen wir immer hier hoch. Und dann biegen wir hier ab. Ja? Warte. Ja, da biegen wir hier ab. Also das ist das, was du dir merken musst. Alles Weitere ergibt sich. Das musst du dir nur merken. Wenn wir ins Heckenlabor und so weiter wollen, immer hier lang. Wir können natürlich für Beeren auch mal hier lang laufen. Willst du nicht so ein Checkpoint Charlie hierfür wieder machen? Was für ein Checkpoint Charlie? Ja, also dass wir halt notieren, dass wir hier runtergehen, hier hochgehen. So eine Markierung. So unser Markierungsmeister. Also ich bräuchte sie nicht, weil ich ziemlich genau weiß, wie ich hier hinkomme. Weil ich hier schon so oft war. Okay. Wenn du natürlich eine haben möchtest, dann stell dir eine hier hin. Machst du die fertig, kümmern. Du darfst dich um alles auch selber kümmern. Vorsicht beim... Bist du irgendwie doof oder so? Ich wollte eigentlich meine Dings ziehen hier, mein Fallschirm, aber irgendwie... Warum springst du denn da jetzt runter? Hatten wir uns nicht irgendwie besprochen, dass wir erst hier oben noch ein bisschen wandern? Nicht, du hast gesagt, wir gehen nicht weiter, oder? Weil ansonsten komme ich jetzt wieder. Ich wollte nur die Dinger kaputt machen. Ich hab hier noch einen Pfeil da hinten hingelegt. Mhm. Da, und eine Beere. Also drei Pfeile und eine Beere. Ja, das ist gut. Und wenn du schon mal unten bist... Noch eine Beere? Noch eine Beere? Kannst du mich ein bisschen navigieren? Ich komme gerade überhaupt nicht klar, wo die alle runterfallen. Hier unten, direkt unter meinen Füßen? Ja. Sind welche? Bin unterwegs. Dann hinter dem Aufstieg ist auch noch eine. Ja, ich meine, wenn du schon mal da unten bist, ne, dann laufe ich doch hier oben und helfe dir ein bisschen. Ich bin ja nicht so. Danke. Und dann kommst du einfach hier wieder hoch. Ich will dir nur ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, willst du heute einmal... Ah, ich weiß nicht, ob ich das schon machen soll. Weil dann nicht, dass du geil drauf wirst und sagst, ich will das jetzt immer. Hat das was mit Töten zu tun? Nee, ist viel besser. Ah. So, da fällt übrigens noch eine runter, siehst du? So, da ist noch eine runtergefallen, sagt er. Weißt du wo? Siehst du mich, ob ich sehe. Nee, ich sehe dich, aber ich weiß nicht, wo du möchtest, dass ich hinrenne. Sekunde, ich muss hier mal eben runter, weil hier oben steckt ein Pfeil drin. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe schon 33 Beerenbrocken. Das ist wenig, weil wir sie trocknen müssten. Ich lese von hier oben nicht. In die Richtung, wo du vorhin warst, also bevor ich gesagt habe, hinter dem Laborzweig geht's weiter, da müsste noch eine hingefallen sein. Ich kann die von hier jetzt gerade nicht erkennen. Ja, okay, ich suche. Hast du da eigentlich dein Dolch mit? Der Dolch ist schon längst im Arsch, der schon seit 3 Aufnahmen. Warum steckst du den denn da rein? It's a little baby spider. Was hast du denn jetzt schon? Ey, du hast schon wieder was gefunden. Und ich stehe nur hier oben, aber hier sind 2 giftige kleine fiese Spinnen. Du nervst mich einfach nur. Ja, wenn du nicht da unten rumkrepeln würdest, sondern hier bei mir wärst. Kleiner Stinkkäfer. Wie man den nennen möchte, diese aggressive Raupe, weißt du, mit Beinen. Was? Ja, die hat mich gesehen und wollte jetzt Stress machen. Ah, ich habe die Beere gefunden. Mit Recht. Mit Recht. So. Eben was gluckern.
wichtig hier, ne, dass du immer schön hydriert bist. Das ist nämlich der Schlüssel zur Leistung. Darfst du nicht vergessen. Mhm. Gleich meckert er wieder, weißt du. Ich bringe nämlich hier schon Tiere um und er ist wieder da unten nur am Pillepalle machen. Na komm. Irgendwann werden wir mal schön mal neben der Aufnahme werde ich hier rumlaufen und mal ganz viele Leute töten. Leute vor allem. Ja? Mhm. Ich auch mal wieder was kriege. Ich bin ja. Du Geier, alles hier nur für dich. Geier, die Jungen. Kann es sein, dass es dunkel wird? 19.15 Uhr, ja, wir sind schon wieder am Arsch. Das ist, weil du nur lahmarsch dich da rum. Ich hänge die ganze Zeit hier nur rum. Ehrlich, ich spiele jetzt alleine. Keine Lust mehr mit dir. Du brauchst so unendlich Zeit, ehrlich, du. Jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Nein. Doch, weil was sollen wir denn hier oben? Wenn hier dunkel ist, laufe ich hier nicht durch. Ich bin doch nicht bescheuert. Hier ist noch eine. Komm, da fällt noch eine runter, siehst du? Ja, ich bin fast bei dir. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Weil du ewig nur rumzickst und lahmarschig bist. Nee, oh, ich kümmere mich. Ich loote für dich. Sammel alles. So, dann springst du hier hoch. Das ist das, was wir eigentlich gerne machen. Hier oben drauf, ne? Auf diesem ist ein Zahn. Okay. Hast du diesen Punsch jetzt hier entwickelt? Hast du den Ort gefunden? Stand bei mir nicht, ne. Also, ja, dann lauf hier mal rum, dass du den findest. Sonst heißt es wieder... Los jetzt. Geh mal hier rüber, guck den mal von da unten an irgendwie, weil ich stand da unten auf dem Ast und hab den bekommen. Guck mal, dass du den... Und fall nicht runter, bitte. Ne, so ganz nah musst du, glaube ich, nicht dran. Vielleicht von der Entfernung mal gucken. Ja, also ich habe ja oben rechts stand ja bei mir auch, dass du das entdeckt hast. Ja, aber also du hast davon es nicht aus, entdeckt. Du brauchst 50 Orte musst du entdecken, damit du Naturkunde 3 kriegst, damit du auch endlich mal... Ich habe das, glaube ich, von hier gekriegt. Also, was ist das für ein Komm jetzt Quatsch. Hier rüber, los jetzt, komm. Und jetzt guck mal, dass du das kriegst, damit du mir nicht immer die Ohren voll heulst. Ich krieg ja nix. Voll hingekriegt. Guck mal. Was soll ich? Ich guck gerade auf der Map, aber auf der Map kann ich auch nichts erkennen, oder? Doch, da, oder? Ist das, jetzt ist die Frage, doch, ich bin nah dran, ne? Guck mal auf die Dose. Drück mal M. Guck mal Richtung, M. Bist du in der Nähe der Dose? Siehst du da auf der M, wenn du ganz nah rangehst, ne? Siehst du da Aprikot Punch O? Ja. Dann hast du es entdeckt. Nicht muss ich das für dich entdecken, weißt du? So, und jetzt? Ehrlich, mir rennt die Zeit weg. Das ist unglaublich. Du bist eine Zeitsäge. Was läufst du denn da hinten jetzt wieder her? Ich wollte dir das Ding kriegen. Was für ein Ding? Ja, dieses Poncho-Gerät hier, aber das hatte ich ja jetzt schon. Der macht mich fertig. So. Ich hüpfe zu dir. Hier bin ich. Und jetzt zeige ich dir, aber wir müssen es abbrechen, ne? Wir können leider, weil es zu dunkel wird. Das macht keinen Sinn. Aber das wollte ich mal eben machen. Kannst du hier schon eine Seilrutsche benutzen? Mm-hmm. Wenn du nah dran gehst, wird dir dann Seilrutsche angezeigt. Ja. Yeah! Okay. Vorsicht, hier ist ein Babyspin. Okay. Ist das ein Feeling? Kloppen, ne? Ja, die ist fies. Hau ihr eine, sofort. Für die ist natürlich so ein Säbel oder so ist für die gut, weil die Keulen sind weniger gut für die geeignet. Weil wenn du da verschlägst, du hast dann 3 Schläge oder so, ne? Und dann ist Kacke. Mhm. Und direkt über uns ist so ein Punkt. Ich versuche den mal zu kriegen, ja? Okay. Aber dann gehen wir auch wieder. Dann hauen wir also du meinst so einen neuen Ort entdecken, meinst du, ne? Nee. So ein, wenn du mal nach oben guckst, siehst du so einen leichten rosa Schimmer. Oder violetten, purpelfarbenen. Ja, ich weiß. Dafür musst du ein bisschen balancieren, aber du siehst selber, das ist alles bei Dunkelheit ist das immer scheiße hier. Deswegen hatte ich ja gehofft, dass wir mal ein bisschen zügig sind, aber das ist mit dir, glaube ich, nicht zu machen. Zügig kannst du nicht. Oh, ich werde sterben. Ich weiß nicht, wie ich das Ding ziehe. Ich sag doch, mit dem ist nichts zu. Ein Männchen spinnt hart. Psst. Come on. Hör nicht so schreien. Das ist eine Max. Back in the game. Psst, das war auch laut. Mutation entdeckt, verlässlicher Freund. Das hat was mit Wiederbelebung zu tun, Hasi.
Das heißt, die kriegst du auch, wenn ich sterbe. Und das hatte ich übrigens auch vor, dass ich absichtlich sterbe, damit du mich wiederbeleben kannst, damit du diese Mutation kriegst. Alles klar? Also, unter du, was Freunden die macht man bringt? Das so. Ja, du kannst schneller wiederbeleben. Oh, ist natürlich gut. Mhm. Finde ich geil, dass auch dann, also ne, meistens ist es ja so, dass dann nur Gute belohnt werden. Aber hier werden ja dann auch mal etwas schlechtere Spieler belohnt. Und das finde ich. Ja, find wobei ich eine ganz edle eigentlich Sache. Werden die belohnt, die, die schlechten Spieler, den schlechten Spielern helfen. Weil der ja, schlechte aber die, Spieler können ja stirbt, die, ne, und der gute werden, Spieler hilft ihm. Ja, du hast ja recht, aber dann werden ja auch die schlechten Spieler schneller wiederbelebt. Also profitieren sie ja auch davon. Von den guten Spielern, ja. Hm. Aber so ist das ja immer. Ja, die Guten müssen ja immer Einsatz leisten. Ich habe übrigens den Punkt wegen dir nicht bekommen. Ist ja jetzt klar, ne? Versager. Doch, komm, wir schwimmen nach Hause. Ich sag dir, wenn wir zu Hause angekommen sind, dann ist schon wieder Tag. Ja, das liegt aber an dir. Siehst du da hinten die markanten... Ach ja, die hatte ich dir ja schon mal gezeigt, ne? Glühwürmchen? Mhm. Hab ich schon gesehen, gerade. Hatte ich gerade schon gesehen. So. Ich bin ja froh, dass hier in dem Wasser nicht so viel Kacke drin ist. Ja, das weißt du doch nicht, wer hier reingemacht hat. Ich habe übrigens jetzt mal eine Spinne im Wasser gesehen, ne? Mhm. Die fühlte sich da zwar nicht so besonders wohl, aber sie war drin. Hör mal, seitdem wir schon diverse Monster hier in einem Steingeback gesehen haben, ist das im Wasser für mich... nichts Besonderes. Soll ich dir da übrigens, da gibt's einen Trick, warte mal, habe ich übrigens Y? Werden nicht angezeigt, werden angezeigt. Wo ist denn unser... Ach, da. War gerade ein bisschen orientierungslos. Das ist nämlich, bei nachts bin ich immer orientierungsschlecht. Und du weißt, was das bedeutet. Oh, hier sind doch überall Larven, Mensch. Komm, dann hauen wir die mal um. Nein. Nein, warum nicht? Weil... Ist doch nicht stark. So, ich nehme mit. Mal noch mehr. Kommen wir auch nicht. Von hinten? Ja. Wo ist er, du dumme Sau? Läuft weg vor dir. Was hast du denn wieder ins Ohr geflüstert, dass sie wegrennt, hä? Ich hab ihr nur gesagt. Will man das wissen? Ja. Du kannst mir dann gleich mal ein paar Pfeile geben. Komm, komm, komm. Willst du jetzt, töten oder nach Hause? Ja, da war noch eine, die hätte ich jetzt nochmal eben umgeklatscht. Weil ich glaube, diese Larvenstachel sind auch nicht schlecht, oder? Nö, die brauchen wir nicht. Achso, dann lass nach Hause. Hier schläft eine. Jetzt hat sie mich gesehen. Siehst du, da hinten schläft übrigens noch eine. Du kannst übrigens mal Folgendes übrigens leveln. Ah, da kommt noch eine. Okay. Hey, ich hau mich hier mit denen, ne? Das weißt du. Ma, da kommt noch eine. Schaffst du? Oh, nö. Ich lauf mal eben weg. Du bist dabei. So, ein liegt da hinten noch. Die müsste auch schon halb tot sein. Also, ich hatte dir ja in einer der... Oh, ich habe auch nicht mehr viel Leben. Ich habe dir ja in einer der ersten Folgen mal was über das sogenannte Parieren oder Verteidigen gesagt, ne? Ja, ja. Wenn du das oft genug perfekt machst, perfekt heißt unmittelbar vor dem Angriff. Ja, und dann hast du so eine gelbe... Blitzanzeige. Das ist der perfekte Schutz. Wenn du das oft genug machst, kriegst du auch dafür eine Mutation. Weißt du, also wo sehe ich diese Blitzanzeige dann? Ist die mitten im Bild? Ist die unten links? Es ist sozusagen, als wenn der Aufschlag des Tieres auf deine Waffe einen Blitz verursacht. Ah, also ich sehe es nicht vorher und muss dann drücken, sondern mit dem perfekten Klick sehe ich es. Genau. Ja, also okay. wenn du jetzt, ich zeig's dir nochmal eben, warte mal. Wenn du jetzt angegriffen wirst und du machst so und dann dauert das mit dem Angriff, dann passiert nichts. Du siehst übrigens da unten auch so eine komische Leiste. Mit so einem Schildsymbol, wenn du gedrückt hältst. Genau. Wenn die voll ist, kannst du auch nicht mehr parieren. Dann musst du erstmal wieder abklingen lassen. So, und wenn du das im perfekten Moment machst, dann ist super. Verstehe ich auch. Ich hatte vor kurzem noch alleine ein Spiel gespielt, da war das gang und gäbe und Pflicht. War es Call of Duty? Nein, nein, nein. Das heißt Sekiro. Das ist so ein Hardcore-Game, weißt du, wenn du dreimal getroffen bist, bist du tot. Ja, ja. So ein Spiel ist das. Und dann... Wespenspinne vor uns. Pass bloß auf. Lauf lieber links außen rum.
Ah, ich weiß auch, wo wir sind. Müffelkäfer, Müffelkäfer, Müffelkäfer. Ja, ich renne schon um mein Leben. Ruf meine Mutter an und sage, ich liebe sie. Was sollen wir den Müffelkäfer umhauen? Nein, 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 nein. Hast du nicht gesagt, wir brauchen den?